Hast du die einmal ausgespült? Selbstverständlich. Da war mehrfach Wasser drin. Hahnwasser. Frisches Düsseldorfer Hahnenwasser. Ich hau da jetzt ein Messer rein und dann gucke ich mal. Mit Glück verletze ich mich und kann nach Hause fahren. Der hat so ein Kacktool. Kannst du die Dose bitte sanft anfassen? Oh Gott, das Geräusch. Eieieiei. Ich kann es nicht hören. In welchem Körperteil atmen Fische? Augen. Was ist die Hauptstadt von Slowenien? Keine Ahnung. Aber Luke, ich finde es schwach. Also ehrlich gesagt, gar keine Antwort. Das hat noch niemand hinbekommen. Ja, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, sonst haue ich mir das gleich echt im Finger. Wer wählt denn jetzt den Bundespräsident? Deine Mutter. 95% unserer Leute wissen das nicht. So, der Bundespräsident wird auf Vorschlag, vorgeschlagen, wird er von... Und wie heißt das Ganze? Ich habe es nämlich schon richtig beantwortet, Martin. Kannst du das bestätigen? Nee, von der gewählten Partei, von der Regierung und der wird dann von dem... Soll ich es nicht sagen? Nee, wir fragen das jetzt mehrere Leute. Okay. Ich mache eine Wette, 90%. Geil. Nicht. Sollen wir das kurz machen? Komm, wir machen das kurz. Schöner Morgen, die Leute mal abpacken. Schön. Luki, wie weit bist du jetzt eigentlich hier? Ich komme dann nachher, wenn das Messer stumpf in dein Finger ab ist, okay? Schnatterli, hallo. Hallo. Wir haben eine Frage am Morgen, die vertreibt Kummer und Sorgen. Wer wählt denn unseren Bundespräsident? Ach ey, der Bundesrat. Okay. Weiß ich doch nicht. Weißt du nicht? Willst du noch eine andere Frage? Boah, weiß ich nicht, nee. Hauptstadt von Slowenien? Das wird dir mal passen. Ich kenne nur eine Stadt, glaube ich, in Slowenien. Ja, sag nochmal. Ich glaube, ich bin mit Ljubljana oder sowas. Sehr gut. Ist richtig? Ja. Ist richtig. Bundestag. Ja. Okay. Danke. Bundesrat, glaube ich. Okay, danke. Ja. Danke. Ja, wir haben nur eine Frage. Oh, das ist wieder Freitag, ist das echt? Der Bundesrat oder Tag? Bundesrat oder Bundestag? Bundestag. Nehme ich. Bundesversammlung. Oh. Könnt ihr noch schlimmer laufen. Kannst du uns eigentlich sagen, was die Hauptstadt von Slowenien ist? Ljubljana. Ja, ist real. Dirk, guter Mann. Guter Ich sitze die ganze Zeit neben diesen Quartiertypen. Was ist hier gerade das Problem? Ich habe heute einen gut, weil Jürgen nicht wusste, dass die Bundesversammlung den Bundespräsidenten wählt. Deswegen darf ich jetzt einmal auf den Streaming-Titel antworten. Wie ist das mit dem Arschbolzen nochmal? Hatte Martin nicht gemeint, es gibt bisher einen Strich auf dieser Liste? 15, 15, 20, 25, 29 gerade. Ich lasse mich von Peter Glut rausklagen aus dem Vertrag. Ich habe den hier unterschrieben. Das ist ein guter Ansatz. Kann man sich da noch dran verletzen? Das ist die Antenne und die Spieler müssen ganz hoch springen. Genau. Das da drüber machen. Alles klar. Viele von euch haben sich gefragt, woher denn die Musik kam beim letzten Video. Wir haben den neuen spektakulären Neuzugang zu verzeichnen. Und der heißt überraschenderweise auch Moritz. Darf ich vorstellen? Grüß euch. Moritz, leicht verkadert, das letzte Warstein war schlecht. Weißt du, die kommen die Schwaben hier hoch und sagen, sie können hier was am Glas und dann trinken sie zwei und kommen nächsten Frühling aus dem Bett. NBO, 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 weben unseren Sport jetzt hoch auf den Thron. Es ist die NBO, NBO, NBO. Er ist zurück. Zurück I'm am Joystick. I'm back. An meiner richtigen Arbeit hier. Man hat mir erzählt, dass du ziemlich gut darin bist. Ja, er weiß ja mal, was passiert, bevor es passiert. Muss ich bestätigen. Also, ich lobe mich wirklich selten gerne. Ich glaube, ich habe meine Berufung gefunden hier. Und wieder perfekt. Wir haben hier gerade eine Challenge-Situation gesehen. Challenge. Und ich habe sie natürlich drauf, wie es sich gehört. Durch meine Dienste hier werden wir das auflesen können. Da wird die New Beach Charter noch besser, dank Clemens Wickler. Also, meine Thema. Hi, ich bin der Eimer, seit gestern hier dabei. Kein Mitglied bei der GEMA, also los geht's, Feuer frei. Jeden Tag ein Song ist zumindest mal geplant. Ich hoffe, ich kann Ihnen den Produktivitäts-Marstein-Spagat. Für unseren großen Auftritt morgen machen wir jetzt noch einen kleinen Clip. Und dafür ziehen sich jetzt der Ossi und ich noch um. Und zwar geht's in den Anzug. Unter anderem von Olaf. Vielen Dank für deinen Support. Passt er dir? Ich probiere ihn jetzt an. Aber ich bin ja theoretisch mehr als du. Ich dachte, du hast einen Anzug.
Ja, das ist Ernies Anzug, aber ich habe kein weißes Hemd. Nee, das ist Ernies Anzug. Haare on point wahrscheinlich. Ja. Schwieriges Thema. Nee, ist gut. Es ist auch ein bisschen wild. Hawaii-Party, let's go! Und ich wusste, es ist entscheidend, dass ich ein Hawaii-Hemd mitbringe. Wenn wir hier nicht, also wenn wir hier nicht gewollt sind, dann machen wir das. Dann gehen wir woanders hin, dann gehen wir zum DVV. Dann machen wir es da. Das will ich sehen. Macht das bitte. Mal gucken, ob ihr euch auch alle da so die Narren frei lassen, euch den Rücken frei halten. Also, die haben keinen 2,6 Meter großen 110 Kilo Prellbock, der die ganze Scheiße hier ermöglicht, weil er euch die Luft verschafft hat, ihr den ganzen Tag trotzdem voll auf irgendwelche Scheißideen kommt und die auch noch umsetzen dürft. Was für ein Lappen muss man eigentlich sein, wenn einem Ernies Hose rutscht? Ja, also was bist du für ein Typ, dass dir Ernies Hose rutscht? Ja. Lappen ist auch subjektiv, ne? Ja. Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Alter! Junge, Gott. Konfirmation oder Hochzeit? Er hat einen Knoten im Kopf. Ich hab zwei, ich muss mal überlegen, wie der eine anfängt, weil der Kleine, du willst halt schmalen haben, ne? Du bist, als könntest du einfach in so einem schwäbischen Knabenchor, Alter, singen. Das ist nicht so ein schmaler Schwachel im Knabenchor. Jetzt brauch ich dir sofort. Ja. So, Bumsignal am Rottenburg, Gruß geht raus. Jetzt sehe ich da aber auch diese Insta-Mucke, wenn man so ein Herz-Ding macht. Wir von der Kreissparkasse Tübingen. Verlässlicher Förderer des Sports. Herzlichen Dank, vielen Dank. Gerne schön. Auf Schritt und Tritt steckt er seine feine Nase in den Sand. Habt ihr jetzt noch einen Kommentar oder? Ja, hol die einmal raus. Vielleicht hat der Peter eine Antenne für uns. Peter hat eine Beachhalle und Peter hat Antennen. Peter hat noch häufig keinen Empfang. Wie es diesen Vanderfelder kaputt gemacht hat. Da musst du erst mal draufkacheln. Mirko, würdest du eine Antenne kaputt bekommen? Nie im Leben. Aber ich auch nicht. Aber ich kenne einen, der das bestimmt auch noch. Ja, du hast da einen im Team, ne? Ja. Ey, wir geben die mal zurück, weil die muss jetzt repariert werden, damit wir hier gleich auch ein Beachvolleyballspiel angucken. Ist irgendjemand in. Ist da irgendjemand? Wir brauchen eine Antenne. Der Steven hat unsere gerade kaputt gemacht. Du bist in einer Viertelstunde da. Okay, dann schicke ich dort einen Menschen hin, der dort eine Antenne entgegennimmt. Shotgun, kann ich mehr fahren. Du willst mitfahren? Ich kann nicht mehr fahren. Nein, ich habe nur gesagt... Das war deine Aussage, Shotgun, ja, ich kann nicht mehr fahren. Ich kann nicht mehr fahren. Guter Mann. Wir haben eine Antenne, wir haben eine Antenne. Wir haben neue Antennen. Wir haben vorsorglich mal zwei neue Antennen geholt. Ihr seid so clever. Ja, weil der vielleicht noch ein, zwei Turniere spielt. Spiele macht. So wie das gerade verläuft, könnte es sein, dass er auch weiter aggressiv wird. Bisher muss man sagen, ist das Ganze auch professionell gelöst, also der Ersatz. Sehr, sehr. Wir haben auch extra farbiges Tape dafür geholt, dass das gut funktioniert. Bisschen krumm, aber sonst. Ich habe mit Moritz Prisshaus eben gesprochen. So, und der Case ist halt schon real, dass Steven dir einfach irgendwann wehtut. Also er hat gerade unsere Antenne am Metallstück zerbrochen. Die hat von innen das Netz so ein bisschen aufgerissen. Also eine scharfe Kante da jetzt dran. Ich glaube, der geht jetzt auch einfach über technischen K.O. Der hat keinen Bock mehr auf Langfloat. Der guckt jetzt einfach, dass er ihn passt hat. Vielleicht nimmt er sich gleich einen zweiten. Dann guckt er gleich, dass er einfach, vielleicht Julius einfach so einen glatten Durchschuss. Kann ja durchaus mal passieren.